Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Forgotten Sands, dem längsten Videospieltitel, den es gibt. Ja, wir haben gerade unseren dicken Kolossenfreund hier besiegt, der uns dann freundlicherweise mit seinem Ableben einen Schalter freigelegt hat, den wir jetzt aktivieren werden. Der uns dann natürlich verhilft, weiter nach oben zu kommen. Ja. Genau das wollte ich auch. Ich hatte jetzt gerade gedacht, ich muss noch weiter nach oben springen, aber dafür wäre die Zeit zu kurz gewesen, die dieses Ding hochgefahren ist. Deswegen müssen wir doch dann hier weiter. Und mal wieder einen Schalter betätigen. Lass mich raten, damit sich wieder irgendetwas öffnet. Ja, natürlich. Und das wahrscheinlich auch noch auf Zeit. Nein, doch nicht. Cool. Wow. Ja, die hatte ich gerade fast gar nicht gesehen, die Stange. Ah, Fallen. Ich Fallen liebe. Ihr kennt ja meine Vorliebe für Fallen. Mit denen kann ich ja so toll umgehen. Meins. Meine Güte, heute klappt das aber. Das hätte ich jetzt, glaube ich, wieder mal nicht sagen dürfen. Obwohl, sieht doch gut aus, ja. Ich habe ja immer das Talent dafür, sobald ich sage, dass es gut klappt, kriege ich eine drauf. Ui, jo. Ha! Ja, guten Tag erwischt heute, was? Keine Statuen im Hof. Die Angreifer müssen beim Anblick der Kreaturen den Rückzug angetreten haben. Das kann ich gut verstehen. Ich allerdings auch. Das sieht aus wie eine Stachelfalle. Wow, ich hatte recht. Mein Gott, ich warte aber auch immer bis zum letzten Augenblick, bis ich den Fallen ausweiche. Ach, Gegner, ja, die habe ich schon vermisst. War schon zu ruhig hier. Zack. Und zack. Und zack. Ja, zu den Kämpfen habe ich weitestgehend schon alles erzählt. Auch, dass die Gegner sau langsam sind. Wo man deswegen eigentlich nicht wirklich Probleme mit denen hat. Ja. Jetzt heißt es erstmal hier Fallen zu überwinden. Ihr seht schon, die stellen nicht mehr so eine große Gefahr dar wie in den alten Teilen, finde ich. Also sie sind ziemlich leicht zu überwinden. Auch wenn man das aus meinen letzten Let's Play-Teilen nicht so rausschließen konnte, dass die wirklich einfach sind. Weil, ne? Habt ihr gesehen, wie toll ich das geschafft habe. Wer sich erinnern kann, weiß, dass es ja natürlich nur zu Demonstrationszwecken war. Weil, wie ihr seht, jetzt klappt alles. Alles auf einmal. Ach, zwei Schalter. Mann, ich hasse Schalter. Ah, okay, ja, da fängt das schon an mit diesen komischen Schalterrätseln. Da kommt auch noch später eine... sehr nerviges Schalterrätsel. Aber ich muss jetzt das große Zahnrad da freilegen, weswegen ich das kleine Zahnrad jetzt da runterrollen muss. Aha, genau. Dann muss ich, glaube ich, das wieder entfernen. So dass sich das alleine dreht und das eine Ding anhebt. Ja, oh, meine Güte. Und jetzt den Schalter aktivieren. Genau. Ja. Ich liebe es, wenn alles klappt. Und weiter geht's. Ja, wie man sieht, ich habe wieder mal nur wenig Zeit. Aber das sollte kein Problem sein. Die Zeit bezieht sich nämlich nur darauf, bis ich auf dieses Teil da unten springe, weil dann macht's klack und ich fahre mit dem Ding auf die andere Seite, kann daran abspringen und bin oben. Ah, da bist du. Eine große Gruppe Sandsoldaten ist unterwegs. Ich kann sie aufhalten, aber du musst die Tore schließen. In Ordnung. Was muss ich tun? Woher soll ich das wissen? Na, vielen Dank.
Die Hebel hinter dir blockieren den Mechanismus. Entriegelst du ihn, dann sollte sich wohl die Brücke heben lassen. Sie sind durchgebrochen. Bring es schnellstens zum Laufen. Ja, das ist dieses Rätsel, wovon ich gerade noch gesprochen habe. Da bin ich beim ersten Mal spielen sehr dran verzweifelt, weil ich habe es geschafft nach einer Zeit, aber trotzdem. Ja, ich muss da unten dieses Zahnrad, das da, dieses kleine, muss ich da diesen Weg lang führen bis darüber, damit ich das aktivieren kann und dieses eine Zahnrad wieder freilegen kann. Und dazu muss ich diese drei Winkel, nenne ich sie jetzt mal, so drehen, dass das Zahnrad auch da vorbeikommt. Und damit ich mich nicht allzu sehr blamiere und ihr auch nicht zu gelangweilt seid von diesem Rätsel, habe ich ein bisschen gecheatet, sage ich mal. Und zwar habe ich mir eine Lösung dazu rausgeschrieben. Das hilft vielleicht auch den Leuten, die so selber nicht weiterkommen und sich das angucken wollen, deswegen. Und ja, deswegen mache ich das jetzt so. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil ich hasse Rätsel wie die Pest. Es gibt für mich nichts Schlimmeres. Und ich bin immer froh, wenn ich es hinter mir habe. So, dann muss ich das jetzt so drehen. Ich beschreibe jetzt nicht, welchen Hebel ich drehe. Ihr seht das dann ja, wenn ihr eventuell bei der gleichen Stelle mal sein solltet. Und genauso Probleme habt wie ich. So, das muss ich jetzt so drehen. Hätten wir das schon mal. Jetzt muss ich den Hebel hier, wenn ich richtig geguckt habe, ja, muss ich nach da schieben, beziehungsweise drehen. Den anderen muss ich dann bis dahin drehen. Okay, dann muss ich den hinteren einmal so und nochmal so. Genau, dann muss ich den ganz letzten. Ja, es ist jetzt vielleicht langweilig, was ich hier so erzähle, aber ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, damit ich mich nicht verlese. Muss ich auf jeden Fall so drehen. Okay, dann muss ich den mittleren so drehen, dass der nach rechts guckt. Okay. Gut, jetzt muss ich erstmal den Überblick behalten. Und zwar, wie stehen die Hebel denn jetzt? So, okay, gut. Dann stehen zwei schon mal richtig. Dann musste ich jetzt nur noch den rechten drehen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft. Oh, Moment. Das war die falsche Richtung. Wir müssen nämlich darüber und nicht da hinten rum. So. Ja, dann muss ich den nach oben drehen. Genau so. Und den anderen dann so drehen, dass er das große Zahnrad freilegt. Ha! Ich habe sie in Fallen gelockt. Mit Steinen zertrümmert. Es waren Hunderte. Doch es gibt noch mehr. Durch ihren Tod fühle ich meine Stärke wachsen. Brauchst du Hilfe? Nein. Wie läuft es mit den Toren? Ich habe die Zahnräder entriegelt. Gut. Die Armee ist fast da. Ich verlangsame sie. Ob ihn die Armee irgendwie beeinflusst? Er sagt, sie mache ihn stärker. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, irgendwas stimmt ganz und gar nicht mit unserem, was auch immer, Bruder. Ja, aber wir haben jetzt hier den Weg freigelegt und können so dann auch weiter nach oben klettern. Und haben, ich glaube, es ist sogar, finde ich, das schwierigste Rätsel im Spiel schon hinter uns. Es kommt bald noch eins, das geht aber. Ja, nachdem ich das hier jetzt aktiviere, startet eine Zwischensequenz. Da die Zeit aber schon vorbei ist, werde ich die wahrscheinlich in den nächsten Teil packen. Also sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.